Herzlich willkommen, mein Name ist Eugen Senko, ich bin hauptberuflicher Futures Trader und Gründer der Trial Galaxy. Und heute geht es nicht um Charts oder Trade-Erklärungen oder Trading-Plattformen, sondern heute geht es nur um einen Vlog, ja, um einen Tag in meinem Leben, ein ganz besonderer Tag tatsächlich. Heute steht einiges an und da wollte ich dich einfach mal dran teilhaben lassen, weil sich einfach sehr, sehr viele Menschen mehr Einblicke in mein Privatleben gewünscht haben. Ich bin natürlich auch nur ein Mensch und in meinem Leben gibt es auch noch viel mehr als nur das Trading. Deswegen ja, für euch jetzt diese erste Reihe und ich würde sagen, wir starten direkt. Ja, ich habe bereits die ersten Arbeiten soweit erledigt. Das neue YouTube-Video ist online, wo ich über die Fundamentaldaten spreche. Da kannst du gerne noch mal im vergangenen Video reinschauen. Und ansonsten würde ich sagen, fahren wir jetzt erst einmal was frühstücken. Bevor wir jetzt aber losfahren, brauchen wir noch etwas, denn nach dem Frühstück geht es auch direkt weiter zur nächsten Station. Ich genehmige mir wieder eine kleine Belohnung. Es ist kein neues Auto, noch nicht. Ich meine, ich habe jetzt den erwacht gerade mal seit ein paar Monaten und da wäre ein neuer Wagen ein bisschen zu früh. Nichtsdestotrotz, mein Traum war es immer, ein größeres Motorrad zu fahren. Ich bin bereits in Deutschland Motorrad gefahren, aber leider war es etwas kleiner. Und jetzt hat sich so ergeben, dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe, hier zu fahren. Und dementsprechend gehen wir nach dem Frühstücken auch eine Ducati besichtigen oder vielleicht sogar zwei Ducatis. Und dafür brauchen wir natürlich etwas Munition. Mit leeren Händen geht man zu keinem Ducati-Händler. Deswegen nehmen wir diesen Batzen mit. Ich weiß nicht genau, wie viel der Spaß kostet. Deswegen sind wir gut vorbereitet. Theoretisch braucht man so eine Büchse in Dubai tatsächlich nicht, aber ja, ist trotzdem irgendwie angenehmer. Dubai, ich liebe diese Stadt, die sicherste Stadt, die es wahrscheinlich auf dem ganzen Planeten gibt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, los geht's, erstmal zur Dubai Mall. Hat rund 214 oder 216 PS, also echt eine Hausnummer. Aber ich denke, wir werden uns ziemlich gut verstehen. Der Verkäufer wickelt jetzt alles ab und dann werden noch ein, zwei Dinge gemacht, wie die Seitenspiegel, die jetzt nochmal wegkommen. Hier kann man in das Innere der Kupplung reinschauen, kürzere Kennzeichenhalter. Und wenn die Spezifikationen durch sind, dann hole ich das ab. Jetzt wird erstmal das Portemonnaie geleert und in der Hinsicht geht es auch gleich weiter auf die Rennstrecke, wo ich euch auch gleich nochmal mitnehme. Da aber nicht mit dem Motorrad, sondern mit meinem Wagen. In der Hinsicht sehen wir uns gleich wieder. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier im Autoturm.
Das Baby ist bereit. Die Mitstreiter sehen ziemlich interessant aus, ziemlich starke Autos hier stehen. 80% Porsche-Anteil, ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Zwei Lambos, demselben Motor wie der Racht hier. Ich bin gespannt, es ist meine erste Rennstrecke, die ich hier fahre. Wir werden gleich nochmal kurz eingewiesen und dann geht es auch schon direkt los. Ich nehme dich natürlich auch mit auf die Rennstrecke, das wird ziemlich witzig. So langsam habe ich den Dreh raus. Ja, steile Kurve. Freunde, ich liebe Quattro. Ich will nicht wissen, wie oft der mir jetzt hier meinen Arsch gerettet hat. Die GTIs sliden hier hin und her. Dann geht's auf die Gerade. So Freunde, der nächste Tag. Ja, was soll ich sagen? Die Rennstrecke war krass. Ich habe noch heute Kopfschmerzen vom Gedröhne der Autos, von den ganzen Kurven, vom unbequemen Helm. Ja, heute stand nicht allzu viel an. Ich war beim Friseur, wie man sehen kann. Habe neue Mastery-Inhalte, Scarping-Mastery-Inhalte abgedreht. Da ist noch sehr, sehr viel Arbeit vor mir. Und jetzt, ja, geht es auch schon zum Teammeeting. Wir hatten gestern eigentlich unser Teammeeting. Das hat ja nicht wirklich gut geklappt, da die Rennstrecke dazwischen kam. Das war übrigens ein Geburtstagsgeschenk vom Team an mich. Da nochmal vielen lieben Dank an das Team. Und jetzt, heute Abend, treffen wir uns. Jede Woche treffen wir uns einmal mindestens. Gehen in ein Restaurant, besprechen die Projekte, die jetzt anstehen, die ganzen Aufgaben. Schauen, wie die Vorwoche lief, wer was im Endeffekt erledigt hat. Und besprechen im Endeffekt die weiteren Maßnahmen. Und da nehme ich dich jetzt auch nochmal mit. Ja, in dem Sinne sehen wir uns gleich wieder.
So, Freunde, der Tag der Tage ist endlich gekommen. Die Bikes sind da, richtig gehört. Das ist nicht nur ein Bike, sondern ich habe zwei Bikes gekauft. Da gehen wir gleich noch hin. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich habe jetzt gerade endlich mal wieder Zeit gefunden für eine Trading-Session. Ich habe diese, so wie auch letzte Woche, nur einen einzigen Handelstag gehabt. Diese Woche war es jetzt wieder heute. Habe die ganze Session für unsere Klienten mal wieder aufgezeichnet, sodass natürlich auch unsere Klienten davon lernen können. Ich habe jetzt hier diesen Abschwung, man sehen kann, hat er wieder stark aufgebaut, aber den Abschwung habe ich hier wunderbar mitnehmen können. 150 Ticks, wie gesagt, jetzt hier 12.000 vorne, 12.600 und da nehmen wir jetzt den Exit. Genau, da haben wir dann auch schon den Exit gemacht. Und ich würde sagen, mit Trading machen wir jetzt erstmal Feierabend. Genau, das wird jetzt einmal hochgeladen. Ich mache gleich noch ein, zwei Episoden für unseren neuen Podcast, denn dieser wurde jetzt auch veröffentlicht. Falls du noch nicht reingeschaut hast, schau gerne mal in unseren Podcast rein. Da werde ich über viele spannende Themen, explizit natürlich über das Daytrading, aber auch über meine Story erzählen, sodass du vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder im Auto ein bisschen Content konsumieren kannst und vielleicht auch das eine oder andere mal dazulernen kannst. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich auf dem Weg nach unten, wo ich dir mal meine neuen Schmuckstücke zeige. So, Freunde, da sind die Bikes. Das Einzige, was noch fehlt, ist halt der durchsichtige Kupplungsdeckel, der jetzt nochmal darauf kommt und die Rückspiegel, die noch wegkommen. Und sobald das alles dann da ist, kommt aus den USA, bauen wir das Ganze ein und dann ist das Motorrad vollständig. Es sind zwei. Ich habe es zwar bezahlt, aber ich fahre damit nicht. Das ist für jemand anderes gedacht, für meinen Buddy, für meinen Motorrad-Buddy, mit dem ich hier durch Dubai cruise. Und wenn ich mal Bock habe, kann ich auch mal einen Zweizylinder fahren. Aber das Ding hat es echt in sich. Und bevor es jetzt heißt, oh, wie fährst du denn? Freunde, ich weiß, ich habe keine Full-Leder-Kombi. Wenn ich auf die Rennstrecke gehen würde, hätte ich sie, aber ich fahre hier maximal 120, schnelle darf man noch nicht. Deswegen bitte erspart mir die Kommentare. Der Rückenprotektor ist hier meine Versicherung und natürlich der Helm, die Handschuhe. Ansonsten, ich würde sagen, schmeißen wir mal gleich die Kiste an und dann drehe ich mal eine kleine Runde. Lassen wir es noch ein letztes Mal hier so richtig krachen und ich würde sagen, wir genießen hier die Stimmung und du genießt jetzt noch die letzten Eindrücke dieses Vlogs und ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.